Hallo Freunde, heute zeige ich euch meinen eigenen Custom Crafting Table für die Minecraft Version 1.13. Man kann über 1000 Rezepte hinzufügen und alles nach eigenem Belieben anpassen. Dieser Crafting Table verhält sich wie ein ganz normaler Crafting Table. Das heißt, wenn wir ein Rezept hineinlegen, dann wird auch im Ausgabefeld das entsprechende Item angezeigt. Wenn wir ein Item dazu tun oder wieder wegnehmen, verschwindet das Item aus dem Ausgabeslot. Einige von euch werden jedoch wissen, dass man in der 1.13 über ein Datapack auch ganz normal eigene Crafting-Rezepte für den normalen Crafting-Table einfügen kann. Wo liegt dann der Vorteil dieses Crafting-Tables? Das sind drei wesentliche Punkte. Nummer 1 ist, ich habe diesen Crafting Table mit Commands innerhalb von Minecraft Functions selbst programmiert. Das heißt, wir sind nicht den starken Limitierungen des Minecraft-eigenen Crafting-Systems ausgesetzt. Der Hauptteil dieser Limitierungen besteht darin, dass wir keine NVT-Daten angeben. Punkt 2 ist, dass wir mega einfach super coole Erweiterungen hinzufügen können, zum Beispiel beim Craften einen bestimmten Sound, oder wir können zum Beispiel Items einstellen, die übrig bleiben sollen, sehr einfach, sodass zum Beispiel, wenn man Eimer benutzt, diese Eimer am Ende übrig bleiben. Und Punkt 3 ist Designfreiheit. Ihr seht gerade, ich habe das hier einfach mit so einem kleinen Crafting Table gemacht. Ihr könnt da jedoch sehr, sehr viel Eigenes einstellen. Man kann da super coole eigene Designs hin machen und so weiter. Ja, muss ich jetzt nicht weiter erklären, aber ist eine sehr, sehr coole Sache. Dann kommen wir zur Funktionsweise. Und zwar legt man einfach sein Crafting-Rezept ein. Es ist dabei egal, wie viele Items wir dafür einlegen. Und da ist auch der Vorteil zu anderen Custom-Craftern. Es funktioniert immer. Das heißt, wie ihr gerade seht, ich lege unregelmäßig viele Items ein. Und jedes Mal, wenn wir unser Item craften, wird ein Item aus jedem Slot abgezogen. Das ist wie beim echten Craften. Und sowas habe ich bisher in keinem anderen Custom Crafting gesehen. Außerdem, wie ihr euch denken könnt, ist das hier durch eine Kiste modelliert, ganz klar. Und wenn jedoch schon ein Item im Ausgabeslot liegt, dann wird dieses durch Einlegen eines Crafting-Rezepts nicht überschrieben.